Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ja, ich wollte gerade mein Menü öffnen, mein Menü schließen und den mich darauf vorbereiten, euch zu begrüßen, und dann kommt auf einmal dieser Typ hier und greift mich an. Sehr schön. Na gut. Machen wir die Platz. Wir haben jetzt keine Wahl mehr. Ja, ich tue den Angriff schön spam. Mir gehen die Items hier aus. Mach mal Judgment. Auch wenn du sowieso nicht wieder dazu kommst, halt einzusetzen, aber wahrscheinlich sind die schon alle tot. Oh, ich kann nichts mehr. Au. Nein. Fähigkeit erhalten. Sehr gut. Gar nicht gedrückt. Sehr gut. Na gut. Riegel. Wie sieht's mit dir aus? Judgmento. Sehr gut. Na super. Boah, getroffen. So, wir haben bisher mit auch langsam alle Techniken, die uns zur Verfügung stehen, freigeschaltet. Bin ich gut. Ja. Dann können wir sie ja auch erstmal rausnehmen. Und weiß ich nicht. Na, eigentlich schon jeder jetzt seine Sachen gelernt, ne? Okay, dann kann sie drin bleiben wegen dem Level. Wir nehmen Riegel jetzt. Geh weg. Und jetzt glaube ich wieder im Kreis. Ne, hier muss auch irgendwas sein. Ich wusste es. Ninja Schwert. Ein Schwert, das einzige legendäre weibliche Ninja gehört. Okay. Hey, ich will nämlich die Waffen von meinen Filtern ja ablegen. Ich habe fast gar keine Zeit, die einzusetzen. Hallo. Ja, super. Ja, da habe ich so als Andenken. Ich verkaufe ja nie meine Klamotten, die ich sammle. Und ja, ihr geht schon wieder direkt weiter. Ich sollte vielleicht mal zurückgehen. Oh Mann. Ich komme ja voll durcheinander, ganz ehrlich. Okay, dann gehen wir mal weiter runter. Ey. Wie? Gehen wir mal ein Ding ins, nein, hier. Colette, du setzt mal ein Judgment ein. Ein paar Mal. Was? Schneckendacken jetzt. Erstmal ganz oft Judgment ein, bitte. Ich weiß, ich kann auch irgendwie auf die Schnelldinge hier einstellen. Ja, ne. Alles mal. Irgendwie tut sie das jetzt viel schneller einsetzen. Wo hat ewig gedauert. Ha, sehr gut. Und Judgmento. Super, gar nicht getroffen. Ich glaube, da braucht man für die Mystik Art, dass man Judgment ein paar Mal einsetzen musste. Ich würde gerne noch mal ganz zurückgehen, damit ich so einen Anhaltspunkt habe, wo ich war. What? Ist das schnell? So. Sehr gut. Mein Gott, hat aber nicht jeden getroffen. Hey, Egoin. Du zauberst heute nicht. Oh Mann, aber du. Ja,
Holy Schung. Ja gut, dann geht's da los. Aber die TP gehen jetzt langsam zugrunde. Das Gefühl. Nicht irgendwie was zum Kochen oder so aktiviert. Schenkt der Geister. Oh geil. Sterblichkeit. Ah. Ich kann das nur eingeben, also. Die bestimmt voll die letzten Kleidungsstücke für die. Nein, Quatsch, glaube ich nicht. Bestimmt auch irgendwie so ein optionales Dungeon und irgendwie sowas. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz zurückgehen, damit ich so einen Anhaltspunkt habe, wo ich überhaupt bin. Ich habe nämlich jetzt überhaupt keine Ahnung. Ah, da kommen diese ganz bisschen und greifen mich die ganze Zeit an. Na, gehen wir mal hier. Gönn mir mal was. Ich glaube, ich habe jetzt schon eingesetzt. Zu oft, okay. Wolverine. Das ist gleich der, fast der gleiche Angriff. Die Holy Song setzt sie verdammt oft ein. Okay. So. Messen wir auch noch irgendwie so was, wo ich mich heilen kann. Hier war ich noch nicht, ne? Das ist dieser Raum. Wo sind ja eigentlich so Sessel und also was? Ah, okay. Oh. Das ist eine Tür, oder? Nee. Okay. Ah. Perfekt. Prismenrüstung. Das muss wohl Presser sein. 288, was? Achso. Sehr viel stark ist jetzt auch nicht. So ein paar Werte. Das ist auch ein bisschen knapp. Boah, bis ich hier alles erkundet habe, ne? Kann dauern. Ich bin noch gar nicht in Heimdall noch mal gewesen, habe die letzten Sachen erkundet. Will ich auch mal irgendwann hingehen. So, na? Ein paar Gegner würde ich gerne umgehen, wenn es geht. Ja, ne, ich könnte Judgment Dorf Dings stellen, ich Idiot. Grand Cross nochmal. Fahren werden mit Heiligen nicht abgewehrt. Mach das mal. Hilfe! Ja. Nein, nicht Heiler. Gerade einen Konter gemacht oder so. Oh, das ist ein Angriff, was? Ach, das ist doch gleich. Holy Song, das setzt sich verdammt auf ein, ne? Kann ich irgendwie einstellt sie auf der ihre Dingens einsetzt, ihre Engelskills? Energietabletten. Na,
Wo ist es? Hier. Doch nicht, ne. Nur Fähigkeiten oder Magie einsetzen. Mach mal so, vielleicht setzt du dann öfter Judgment und so ein. Für einen TP kannst du dich dann zwar verabschieden, aber egal. In dem letzten Kampf bald müssen höhere Geschütze aufgeboten werden. Hier sind Speicher, und das finde ich sehr toll. Kann noch ein bisschen dauern, bis ich hier fertig bin, nehme ich an. Weil wenn hier überall noch Waffen und Rüstungen sind für die ganzen Charaktere. Mythos Schloss. Ich habe es irgendwie wieder geschafft, hier hinzukommen. Was? Was sind hier? Ich glaube, ich erkunde auch hier ein bisschen. Ich glaube, ich schaue mich nur um. Ganz steine Vergangenheit ist. Ja. Sie sagen mir, ich kann mich dadurch teleportieren irgendwie nach draußen. Okay. Hier steht etwas geschrieben. Es heißt, was die Vergangenheit zeigt, ist der Zorn, der aus den Tiefen der Dunkelheit sickert. Diese vereiste Erz kann nur durch den brennenden Hass schmelzen, der die Flammen der Hölle gleicht. Erst die Blitze des himmlischen Gerichts auf sie herniederfahren. Okay. Okay. So vielleicht. Ja, fällt doch runter. Oder auch nicht. Okay. Geht schon hoch. Sind hier aber so Bauklötzchen auf einmal zum Spielen? Ich muss ja in einer bestimmten Reihenfolge oder so machen. Okay. Warum sind hier vier? Ich brauche doch nur noch einen, um jetzt noch mal weiterzukommen, oder? Wahrscheinlich möchte ich eine ganz bestimmte Reihenfolge machen. Wer weiß. Ich werde es ja gleich sehen. Bam, ist okay. Jetzt noch hier einen rein, okay. Dann noch auf der anderen Seite, dann kann ich da die Truhe öffnen. Was auch immer da drin ist. Da ist bestimmt voll die ultimative Waffe drin. Eben in dem letzten Dungeon, also. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Aber mal gucken. Was mich aber befriedigen würde, wäre irgendwie so ein Speicherpunkt oder so. Ne, so ein Teleporter oder so, der mich noch kurz nach ganz draußen bringen könnte. Zur Not. Sag mir das mal richtig. Wenn ich dann kotze ich. Ich habe so das Gefühl, das war nicht richtig. Lass mich raten, ich muss echt eine ganz bestimmte Reihenfolge machen, ne? Hä? Ich kann das jetzt aber nicht irgendwie wieder zurück machen. Hallo? Egal. So, was ist hier noch? Nix, hä? Lass mich mal gucken.
Ist auch nichts, was? Okay. Dann gehen wir nochmal hier zurück. Dann gehen wir nach unten. Ich habe ein bisschen genug gekämpft für heute. Ja, super. Azurschild. Hat ja voll gebracht. Ich dachte, ihr wärt die ganze Zeit noch was Geiles gewesen. Warum habe ich denn jetzt so ein viel besseren Schild? Ach, das einfach. Warum nicht? Warte mal, verdammt wenig eingesetzt. Okay, ich glaube, Colette setzt sogar jetzt ihre Dings ein. Nein, nicht Holy Song, Mann. Mädel. Ah. Wie nähert sie sich immer nur dem Gegner? Sag mir nicht, sie kann sie nicht von alleine einsetzen. Ach. Oder sie hat zu wenig TP, glaube ich. Eine bestimmte Anzahl von TP setzen ja nichts mehr ein. Glaube ich. Wow, das hat 3000 AP. Ja, hier. Dann muss mal alles einzeln abgehen. Okay. Ah, okay. Ah, jetzt bin ich hier drüber. Ja, war ich hier noch nicht, glaube ich. Feuerball, ey. Jetzt der Feuerball ein. Ich glaube, ich spinne. Ich werde gleich die Charaktere wechseln. Na. Boah. Ja, irgendwas bringen hier ein paar Mal auf und runter zu laufen. Au. Oh Gott. Gib mir mal kurz ein paar Sekündchen. Ja, super. Sehr gut. Einer. Oder ich war auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Dann gehen wir mal hier lang. Ich war auf der anderen Seite, deswegen habe ich den Drachen nicht gesehen, ne? Okay. Was? Schutzring. Ah. Guck mal, da wird jetzt wieder knapper. Ja, du hast einen Schutzring. Eine Verteidigung, ja. Einfach Maschine geben, einfach so. Frag mich, ob dieser Ort hier irgendwie eine Geschichte aufzuweisen hat. Weil es halt einfach irgendwie nur so Komprimierung für Mythos. Ja. Ich hab schon auch irgendwie so eine Überform oder so, gegen die wir kämpfen müssen, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, wenn nur gegen den Mythos, den wir so kennen, irgendwie kämpfen. Obwohl, das mag ich ja eigentlich in der Tales of Serie, dass man nicht immer gegen so... Oh Gott, da war der Treppe zum Glück. Dass wir nicht irgendwie gegen so riesige Monster oder so kämpfen müssen, wie in Final Fantasy oder so in den letzten Kämpfen. Da man echt so immer gegen menschlichere Gegner kämpfen muss. Geht ihr doch Staatsbekte werden. Achso, ja, boah, das. Das habe ich ja geliebt in Tales of Darkness, dieses Ding. Jede einzelne Staatserkrankung und dann irgendwie doppelte Erfahrungspunkte. Richtig geil. Ja, das mag ich irgendwie, dass man so gegen menschlichere Gegner kämpfen muss. Im letzten Kampf. Ich immer gegen so ganz riesen Monsterviecher, die irgendwie so einen symbolischen
irgendwie so einen symbolischen Eindruck hinterlassen sollen. Nein, abgelehnt. Wer weiß, wie hier der letzte Kampf sein wird. Da freue ich mich so, und dann kommt trotzdem irgendwie so so ein riesiger Monster. Wenn ich Judgment und Indignation irgendwie so verbinden, da wäre doch richtig geil. Bams. Nächster. Da. Ich finde Regals Kampf hier richtig bekloppt, ey. Er sieht überhaupt nicht stylisch aus. Sieht einfach nur so sehr merkwürdig aus, als hätte er keine Ahnung von Kämpfen und tritt einfach nur auf irgendwelche Leute ein. Hey. Da lebe ich ja. Zollert. Hier ist nichts. Nichts. Ja. So, dann weiß ich nicht. Gehen wir zurück zum Speicherpunkt und dann nochmal. Können wir uns weiter hier umschauen? Das könnte noch ein bisschen dauern, ja. Bestimmt so 2-3 Parts noch. Ich mich hier umschaue in diesem Gebiet. Da ist so ein Siegel, sehe ich gerade. Macht aber nichts. Wow, okay. So, hier nochmal, hier war dieser Raum, genau. Okay, hier links haben wir. So, hier haben wir links. Hier kommen wir wieder zurück zum Speicherpunkt. Da will ich ja kurz hin. Mal kurz speichern. So. Und wir können ja mal diesen Drachen versuchen. Aber nee, lassen wir es mal. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo ich dann den Rest von Mythos Schloss erkunden werde. Und ja, also bis dann. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen.